Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz, wo wir eigentlich auf die Gerüchte zum LKH Voitsberg Stellung nehmen. Die Schließung des LKH Voitsberg war das Thema der Pressekonferenz am 14. Dezember in der Stadtgemeinde Voitsberg. Nach dem Wegfall der Geburtenstation darf nicht schon wieder ein Teil des LKH Voitsberg dem Sparstift zum Opfer fallen. Nach Rücksprache mit dem Land, nämlich Büro Drexler, ist als erste Information einmal Folgendes festzuhalten: Am Standort Voitsberg als LKH wird nicht gerüttelt, damit sollten auch alle Arbeitsplätze. Gemeinsam kämpfen die Bürgermeister aus dem Bezirk für den Erhalt des Landeskrankenhauses mit all seinen Abteilungen. Es hat den Anschein, dass die Versprechen des Gesundheitslandesrates Drexler nicht halten. Ich glaube, dass die Kooperation Voitsberg-Weitsch-Landsberg nicht der richtige Weg ist, weil die Wegstrecken nicht passen. Sobald es wo Gerüchte gibt, dass meistens bei den Gerüchten auch etwas Wahres dran ist, deshalb haben wir uns dazu entschlossen, darauf frühzeitig zu reagieren. Und wieder doch wird bestritten, wenn die Schließung angesprochen wird. War es nicht ähnlich, als es um die Geburtenstation ging? Ein Spital, ein vollständiges Spital in Voitsberg, natürlich für die Bevölkerung sehr wichtig und eigentlich unumgänglich. Wie stehen unsere Landtagsabgeordneten aus dem Bezirk zum LKH? Wird die Parteilinie eingehalten oder doch die Bevölkerung gestärkt? Also ich gehe davon aus, dass die beiden Abgeordneten für den Bezirk arbeiten. Und vom Erwin Dierenberger habe ich ja bereits von meinem Abgeordneten habe ich bereits die Rückantwort, dass er sich beim Landesrat dafür einsetzen wird, dass es eben im Sinne unserer Regionalpolitiker, wie hier sie hier zusammensetzen, dass das passieren wird. Die Abgeordneten haben uns versprochen, dass sie sich die Unterlagen oder die Planungen anschauen werden und sich dann äußern. Wir haben ihnen aber deutlich gemacht, dass sie für die Region da sind und auch da sein sollen. Sollte die Schließung ein Thema werden, sind Kampfmaßnahmen geplant, um die Landesregierung zum Umdenken zu bewegen? Man wird sich was überlegen müssen. Zusammenlegung mit Deutsch-Landsberg ist für uns überhaupt kein Thema, weil es nicht Sinn macht, weil wir glauben, dass maximal 20-30% von Chirurgiefällen nach Deutsch-Landsberg gebracht werden. Unser Kooperationsbereich kann nur das LKH Graz sein und das werden wir auch anstreben. Die 5 Bürgermeister des Kernraums Voitsberg, Köflach, Bernbach, Rosenthal und Maria Lankowitz sind sich einig. Das LKH Voitsberg muss bestehen bleiben. Im Auftrag der Bevölkerung kämpfen sie für den Erhalt des LKH in seiner jetzigen Form und die Eigenständigkeit. Eine Zusammenlegung mit Deutsch-Landsberg ist allein schon verkehrstechnisch ein riesiges Problem. Nicht immer ist Sparen der richtige Weg, vor allem wenn es um Menschen, Gesundheit und Versorgung geht.